Wie steht es eigentlich um die Vermögensverteilung in Deutschland? Zur Beantwortung dieser Frage schauen wir uns am besten den Mittelwert, also den Durchschnittswert des Vermögens, aber eben auch den Median und damit den Zentralwert des Vermögens an. Bei der Betrachtung von Vermögensverteilungen oder auch Einkommensverteilungen werden Daten häufig mithilfe einer Lorenzkurve dargestellt. Bei einer Lorenzkurve wird dargestellt, wie viel Prozent der gemessenen Zahlenwerte, also das statistische Merkmal wäre hier beispielsweise das Einkommen oder auch das Vermögen, auf wie viel Prozent der Merkmalsträger, also die Bevölkerung, entfallen. Bei einer Gleichverteilung würde zum Beispiel gelten, dass 10% des Vermögens auf 10% der Bevölkerung, die Merkmalsträger, entfallen. Und 20% des Vermögens auf 20% der Bevölkerung. Und 50% des Vermögens auf 50% der Bevölkerung. Und 80% des Vermögens auf 80% der Bevölkerung und so weiter. Die Linie der Gleichverteilung wäre die winkelhalbierende, die von links unten nach rechts oben verläuft. Je stärker nun die tatsächliche Verteilungskurve von der Gleichverteilungslinie abweicht, desto ungleicher ist die Verteilung. Die Lorenzkurve spielt übrigens bei der Berechnung des Gini-Koeffizienten eine wichtige Rolle. In diesem Schaubild sehen wir nun die Vermögensdaten in Deutschland aus dem Jahr 2017. Die Situation dürfte sich in den letzten Jahren durch Corona, Krieg in der Ukraine und Inflation noch deutlich verschärft haben. Was sehen wir hier? Wir sehen hier, dass das oberste Zehntel mehr als die Hälfte des Vermögens sein eigen nennt. Das untere Zehntel hat dagegen nicht nur nichts, das untere Zehntel hat sogar weniger als nichts. Das untere Zehntel hat nämlich Schulden. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie wir das Gesamtnettovermögen nun mitteln können. Und hier gibt es ja zwei Möglichkeiten. Beim Durchschnitt, dem Mittelwert, wird das Gesamtnettovermögen gedanklich gleichmäßig auf alle verteilt. Der Mittelwert läge dann bei in etwa 108.000 Euro. Beim Median, dem Wert der Mitte, dem Wert des Zentrums, wird die Bevölkerung von arm nach reich der Reihe nach geordnet und man schaut sich den Mittelmann, also den Median, an, der im Zentrum steht und die Bevölkerung in zwei Hälften teilt, und zwar in eine ärmere Hälfte und in eine reichere Hälfte. Der Median läge bei in etwa 26.000 Euro. 50% der Bevölkerung hätten also weniger als 26.000 Euro und 50% der Bevölkerung hätten also mehr als 26.000 Euro. Wichtig, der Durchschnittswert ist viermal so hoch oder mehr als viermal so hoch wie der Median. Und diese Tatsache deutet auf eine starke Ungleichverteilung des Reinvermögens in Deutschland hin. Wie kommt das nun? Das liegt daran, dass sehr wenige Menschen sehr viel Reinvermögen haben und sehr viele Menschen wenig bis gar kein Reinvermögen besitzen. Niedrige Vermögenswerte kommen in Deutschland also sehr häufig vor und sehr hohe Vermögenswerte kommen dagegen sehr selten vor. Je nach Studie haben 70 bis 75% der Bevölkerung weniger Reinvermögen als der Durchschnittswert angibt. Der Durchschnittswert sagt beim Reinvermögen also über die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung nicht wirklich etwas aus, da er nicht der Lebensrealität der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung entspricht. Der Durchschnittswert ist hier also irreführend, da er die Lebensrealität der meisten Menschen gar nicht erfasst. Der Median ist bei der Vermögensmessung also die deutlich sinnvollere Angabe. Ja, und was bedeutet das nun für die Verteilungs- und Gerechtigkeitsdiskussion? Das kann man so oder so sehen. Denn wenn die Politik keine Gerechtigkeitsdiskussion führen will, argumentiert sie am besten mit dem Mittelwert, also dem Durchschnittswert. Denn gedanklich steht die Bevölkerung im Durchschnitt ja durchaus wohlhabend da. Wenn die Politik aber die Gerechtigkeitsdiskussion führen will, argumentiert sie am besten mit dem Wert in der Mitte, dem Zentrumswert Median. Denn die Vermögensrealität sieht für die deutliche Mehrheit der Bevölkerung ja eher bescheiden bis sogar hoffnungslos aus.